gerade durch die Innenstadt von Wien und ich musste gerade denken über das Evangelium von heute, wo Jesus sagt, wer mich hört und an mich glaubt, er hat das ewige Leben. Und er verfällt nicht dem Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Und was interessant ist, dass er eben nicht sagt, er wird das ewige Leben haben, sondern er hat das ewige Leben. Und er sagt nicht, er wird hinübergehen vom Tod zum Leben, sondern er ist übergegangen vom Tod zum Leben. Und offensichtlich sagt er das, weil für Jesus Christus das ewige Leben nicht nur das Leben nach dem Tod ist, sondern dass wir gewissermaßen schon jetzt dieses Leben ergreifen können. Und die Frage ist aber, wie geht das? Wie machen wir das? Wie ergreifen wir dieses eigentliche Leben? Und deswegen sagt auch sehr schön Papst Benedikt in dem zweiten Buch von ihm über Jesus von Nazareth, das ewige Leben ist ein Beziehungsereignis. Das heißt, es ist in eine Beziehung treten mit dem, der von sich sagt, ich bin das Leben. Weil wir das Leben von uns selber, dieses eigentliche Leben, nicht haben, sondern es wird uns geschenkt, es wird uns zuteil. Und desto mehr wir versuchen, in Beziehung mit dem zu sein, in Gemeinschaft mit dem zu sein, der das Leben ist, desto mehr wird es unmöglich sein, dass alles, was tot ist, uns zerstört. Und wo es jetzt gerade auch in dieser Fastenzeit eben darum geht, dieses Leben zu ergreifen. Und dieses Leben zu ergreifen, vor allem, indem wir hineinleben in ihm, der das Leben ist. Indem wir uns Gedanken machen, wie wir mehr sein können wie er, wie wir das Leben ergreifen können, uns öffnen können für dieses Leben, das er uns schenken möchte. Und auch dann natürlich, indem wir es tun, indem wir uns wirklich auf ihn einlassen. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich auch mir.